Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Landwirtschaftssimulator weiter hier mit Kobi. Jo, moin. So, neuer Aufnahmetag für uns. Oder neue Aufnahmesession, besser gesagt. Haben zwar erst letzte Woche aufgenommen, aber da war ja nur für diese 7 Tage. Richtig. So, Leute, jetzt geht's in dem Sinne ab mit Sonnenblumen säen, muss ich. Und dann müssen wir... Tabak ist immer noch nicht fertig. Ja. Den Sinn habe ich noch nicht so ganz verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, Sonnenblumen hast du oben komplett voll gemacht, ne? Eine Raffinerie. Och, Kabi. Guck in dein PDA. Jetzt ohne Scheiß... Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Raffinerie. Sonnenblumen haben 50%. Dann mache ich das eben mal voll. So, Sämaschine auch wieder aufgefüllt, Leute. Ab geht's. Dann wollen wir mal was tun hier. Bin ja schon wieder 2:30 im Spiel, leck mich am Arsch. Könnte sogar heute sein, dass wir schnell stellen müssen. Weißt du? Ja, gehe ich fast sogar von aus, weil wir mit der Ernte fast durch sind. Ja, es sind nur noch 2 Felder. Richtig. Gut, ich muss jetzt noch 31 säen, ne? Aber ja. Das dauert ja auch keine 2 Stunden. Also... Rüben, glaube ich, haben wir auch keine mehr, ne? Oh. Kraftfuttermische Silage leer. New. Die ist noch nicht 12 Meter, diese Maschine. Hallo? Roger. 9 Meter. Okay, Sonnenblumen ist jetzt voll. Dann haben wir, Leute. Können wir storten? Und gib Sauris. Sonnenblumen zugange, Eggert. Sieht irgendwie gar nicht unterschiedlich aus, der Fußboden dabei. Der Boden, aber gut. Mal gut, dass wir GPS haben. Würde ich mal sagen, ne? Ändert sich das nicht? Nicht doll. Es ändert sich, aber nicht doll. Deswegen haben wir doch früher, wenn du dich dran erinnern kannst, immer mit... Dingens gespielt, Kabi, mit dem Anreißer. Mit dem Anreißer, richtig. Und sollte noch Waden gehen? Weiß noch nicht. Die haben gestern schon geradet. Hast gefragt, oder was? Klar. Nein, bei denen gefragt. Oder wie hast du... Ja. Ich habe bei denen gefragt im Chat. So. Ja, ein bisschen was ist noch zu tun. Mal gucken, wenn was zusammengeht und Platz ist, mache ich halt mit. Mein Gott, du kriegst ja eh eigentlich nur... Es geht ja hauptsächlich nur um die Tocken. Weil du kriegst ja eigentlich nur Engramme und die Engramme bringen wir nichts mehr, weil ich eh schon Besseres habe, was da rauskommt, weiß ich mein. Also, jetzt hatte ich nichts Besseres und... Wann kommt denn der neue Raid? Ich weiß nicht, im Dezember erst. Im Dezember kommt das DLC. Was für ein neuer Raid? Es gibt keinen neuen. Es ist nur der jetzt angesetzt und da ist jetzt am Freitag ja
der Mehrspielermodus rausgekommen. Also, dass du Spiele suchen kannst für einen Raid. Ja. Das ist jetzt noch rausgekommen. Es wird aber noch einen neuen Raid geben, das weiß ich. Mein Junior hat mir das auch gesagt. Soll wohl noch mal einer geben. Oder sie bringen keinen mehr, weil es ja eh schon so eine kleine Katastrophe mäßig ist. Also, wenn ihr nicht wisst, über was wir reden, ist Destiny. Dass sie sich sagen, okay, wir bringen keinen mehr und hauen dann im Dezember ein vernünftiges DLC raus. Wo es schon Gerüchte gibt, dass sie es verschieben. Weiß nicht, ja, das ist ja dann das erste Update für beide Versionen. Also gleichzeitig, ne? Also für Konsole und für PC. Die sollen es ja gleichzeitig kriegen. Ja, ja, genau. Es wird ja keinen Vorteil der Konsolenspieler mehr geben. Was auch so langsam Zeit wird, dass das aufhört. Was mache ich jetzt? Haben wir nichts mehr zum Ernten? Nein. Gar nichts mehr? Nein. Dann hol Feld 17. Soll ich Feld 17 holen? Ja, kaufen, Feld 17 und dann abernten, pflügen, neu säen, müssen wir ja auch. Und Tiere und das ist alles super? Kann ich eben gerade mal noch gucken. Einfach nur... 80%. Ja. Geht nur ein bisschen Gras. Ne? Also kaufe ich das Feld jetzt aus. Ja, klar. Muss ja Zuckerrüben drauf, war ja unser Plan. Kaufen. Ja, guck mal, immer noch 96.000. Und was drauf ist auch noch, ne? Ja, ja, da ist was drauf. Da ist angeblich Körnermais drauf, aber das kann nicht sein. Ist im Wachstum, oder was? Nein, mir zeigt... Ach, jetzt zeigt er mal richtig an. Dinkel ist da drauf. Ja. Kann man das gebrauchen? Und wenn nicht, ist doch egal. Abernten. Auch wenn nur ein bisschen runterkommt. Ich würde jetzt auch... Oder du haust noch eine Düngerstufe drauf. Aber ich glaube, wir haben gar keinen Düngerstreuer, ne? Doch. Weil dann würdest du 30% mehr Ernte kriegen, ne? Also das ist deine Entscheidung. Wenn wir nur einen Düngestreuer haben, kann ich da was mehr machen. Oh, haben wir noch. Wäre mal dumm, wenn wir es nicht machen. Ja klar, aber ich sag nicht, ich glaube, du musst düngen. Ne, ist deine Entscheidung. Wenn du keine Lust hast, hast du keine Lust zu. Ja, nö, ist schon in Ordnung. Oh, wieder geschillt LS spielen. Juhuhuhu. Musst du dann erstmal noch die ganzen Meilensteine machen, Alter. Ich hab seit Dienstag nichts mehr gemacht. Ich hab 3 Tage nicht online, das ist Wahnsinn. Ich hab auch gar nichts gemacht seitdem wieder. Echt? Nur. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber gut. Ich hab halt viel COD Multiplayer gespielt. Alleine. Ja. Und ja, dann Diablo, ne? Wegen der neuen Season halt, ne? Mhm. Hat ja einer auch gesagt, ja, der Multiplayer von COD kann dir ja nicht gefallen, wenn du jetzt Diablo spielst. Hä? Eine Season ist nur am Anfang kann man die gut spielen, so, und wenn ich keinen Bock mehr habe, gehe ich wieder COD spielen. Heißt doch nicht, dass der COD-Multiplayer schlecht ist. Ja, wenn man sich ein neues Spiel holt, muss man das doch auch spielen dann die ganze Zeit. Nein. Also, ich finde den Multiplayer mega gut. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Singleplayer fangen müssen. Warum spielt ihr dann kein Destiny mehr? Weil er das Spiel scheiße findet jetzt. Was ist das, was wir von Anfang an zu ihm gesagt haben? Weil es halt nichts zu tun gibt. Und da muss ich ihm recht geben. Gibt halt wirklich nichts zu tun in dem Spiel. Aber gut. Ja, und Singleplayer gab's halt diese ganzen Bugs in dem Sinne, die mich so ein bisschen aufgeregt haben. Am Anfang diese Lags, ja gut, da habe ich dann das Spiel neu gestartet, dann ging es, ne? Mhm. Und ja, dass du zum Beispiel während des Spiels, also der lädt und du guckst dir die Videoszene an und trotz, dass das Spiel bei mir auf der SSD ist, hast du trotzdem Frames-Einbrüche. Also er bricht ein auf 30 Frames, das Video, und wenn du fake bist mit
mit Laden, der Video, also mit dem Laden des Spiels, dann hast du wieder volle Frames, also total der Kauderwelsch in dem Sinne. Mhm. Leute, und das bei einer 16-Kern-CPU, die richtig hochgebürstet ist, ist das schon ein bisschen lächerlich. Aber gut, ja. Eigentlich Kleinigkeiten, Kabi, das alles, was sie fixen könnten, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ne? Die Story ist natürlich wieder bombastisch, Zweiter Weltkrieg, Alter. Ich will nicht so ein bisschen viel spoilern, also wer das jetzt nicht hören möchte, sollte vielleicht ausmachen. Muss ich jetzt ganz kurz sagen, aber wenn man dann da wirklich hinkommt als amerikanischer Soldat in dem Sinne und man sieht dann so ein KZ-Lager, ja, Kabi, da geht dir das schon so ein bisschen durch den Kopf, Alter, was war das, weißt du? So in dem Sinne. Und das ist echt schon hardcore, also das geht schon so ein bisschen unter der Haut. Und dann habe ich halt auch mitten in dieser Folge gesagt, und man muss überlegen, dass manche Menschen in Deutschland schon wieder genauso dämlich sind und schon wieder genau solche Parteien wählen. Tja, ist ja die Wahrheit. Mhm. Fuck, das Feld ist echt groß. Das ist groß, ne? Das täuscht nur. Mhm. War aber doch nicht teuer. Nö. Gehen ja. Aber auch, da gehen viel Zuckerrüben danach runter. Und Multiplayer finde ich halt wirklich gut. Es gibt halt so ein bisschen diese Lags zwischendurch von den Servern her, weil das glaube ich wieder Pair-to-Pair läuft, denke ich. Weiß ich noch nicht so genau, habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Aber sonst super, Kabi. Es macht echt mega viel Spaß. Klar, wenn du an so einen Freak erwischt von COD, Alter, dann verzweifelst du schon manchmal, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne? Wenn du jahrelang diese Spiele spielst. Aber dass Leute Kritik schreiben, wie das Spiel ist mir zu schnell, Alter. Leute, ja, dann geht Tetris spielen. Dann geht Tetris spielen, also jetzt mal ohne Scheiß, genau. Also mir macht es auf jeden Fall mega viel Spaß. Kann einfach auch nichts anderes in dem Sinne dazu sagen, weißt du? So Negatives in dem Sinne. Gar nicht. Für mich ist es einfach wirklich absolut genial. Und diesmal wenigstens nicht dieses scheiß Rumgespringe und ja. Und halt, sie haben genau das gepatcht, was ich in der Beta kritisiert habe, wie dieses Hüftfeuer, wo ich ja immer fand, ich treffe nichts mit Hüfte, ne? Außer Hüfte, trotz diese Waffenmods, die du drauf machen kannst, weißt du? Weißt du, was ich meine? Mit Griff oder so, dass du dann Hüftfeuer besser triffst. Das wurde alles behoben. Also, und genau das, was eigentlich man in dem Sinne in einer Beta bemängelt hat. Also, ich fand's gut. Oder ich find's mega gut. Halt, was ich wieder ärgerlich finde, ist einfach, dass es immer noch kein SLI-Profil mal wieder von Nvidia gibt. Also mal wieder eine richtige Kritik in meinen Augen an den an einen Treiberlieferant in dem Sinne. Und jetzt kommt nicht, ja, musst du ATI kaufen oder AMD kaufen. In dem Sinne sind es ja AMD-Grafikkarten. Leute, vergiss es. In meinem Bereich, wo ich zocke, kann sich eine RS Vega 64 ganz penetriert mal die Vorhaut küssen. Ja, ist doch so, Kabi. Also einfach mal, um diesen Effekt zu erleben, wie über drei Monitore oder so und dann kein SLI. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, Kabi, weißt du? Mhm. Aber gut. Vielleicht kommt es irgendwann noch, aber das ist für mich einfach mal wieder eine Kritik an den Treiberlieferanten. Aber gut. Was will man machen? Ändern kann man es nicht. Sowieso nicht. So. Haben wir das. Gleich muss gleich meinen anderen Verdampfer raufschrauben. Ich habe keinen Kopf mehr für meinen Scheiß und ich glaube, der ist kaputt. Nächstes Jahr mache ich selber. Was? Nächstes Jahr mache ich selber. Was selber? Wickeln. Ja, mache ich nicht. Doch, mich schon. Ein Stück. So ein Unterschied. Du musst einfach nur beigehen und einen vernünftigen Verdampferkopf kaufen, dann hast du auch keinen Unterschied. Doch, kennst du trotzdem. Nein.
Ist einfach so. Ist das, wenn du in vernünftigen Läden gehst, jeder dir, zu dir sagt, wenn du einen vernünftigen Kopf kaufst, ist das nicht. Ja, ich kaufe mir sowieso im Dezember ein neues Gerät. Zu Weihnachten hole ich mir, glaube ich, einen neuen. Ich will einen, der unten nicht dreckig wird. Ja, ich hole mir den, den ich dir gesagt habe. Ja. Ja, im Dezember hole ich mir den. Und den hebe ich, und den nehme ich dann, was weiß ich, den nehme ich dann für Arbeit oder genau andersrum, oder was weiß ich. Ich habe da keinen Bock mehr für Arbeit, die schauen immer aus wie Sau, Alter, wenn ich den auf Arbeit habe. Ich stelle den jetzt zwar nicht offen in den Raum oder so, weißt du, sondern in den Schrank rein. Ja, aber du hast bei uns einen Staub, Alter, und das alles, Alter, das kannst du vergessen, Gabi. Ist doch logisch, Alter, und meinst, wenn da oben mal Metallspäne reinkommt in den Kopf? Und dann will ich gucken, dass ich so eine Art Stopsel kriege, den ich draufstecken kann für Arbeit, weißt du? Ja, ja, ja. Damit das mal... Ja, wie halt gesagt, also ich habe jetzt selbst Wickler auch ausprobiert bei Leuten da in dem Laden und dies und jenes. Und der hat ja zu mir gesagt, ich soll diesen Kopf hier kaufen und du wirst keinen Unterschied merken. Weil das Selbstwickeln ist das, was mich immer ankotzt. Du musst immer wieder... danach gucken, und wenn du dann einmal nicht aufpasst, Alter, und du hast keine Wolle mit, bist du einfach gefickt. Ja, aber ich weggucke. Mein Arbeitskollege hat sich jetzt auch einen im Internet bestellt. Natürlich auch voll, also das Gerät an sich ist gut, also kannst du nichts sagen. Aber natürlich mit dem Kopf, wo du standardmäßig gleich mal mit 50 Watt rauchen sollst, Alter, sag ich, bist benagelt. Du kannst dich jetzt nicht von heute auf morgen auf 50 Watt rauchen, da kotzt dir die Lunge aus dem Hals. Das ist ja das, was ich dir gesagt habe, bei mir steht das ja auch drauf. Empfohlen, aber das ist ja nur empfohlen, ja, ja, was die sagen. Und ich rauche trotzdem weiterhin hier bei 38,8 Watt. Also ich stell den nicht um. Mir schmeckt es so, und warum soll ich es höher stellen? Das ist Bullshit. Ja, eben. Man muss aber doch einfach mal aufhören, das zu machen, was Hersteller sagen. Wenn zum Beispiel du eine Zigarette nehmen würdest, sagt ein Hersteller, du sollst richtig kräftig. So, aber wenn du den Tag keinen Bock hattest, Kabi, deine Zigarette so zu rauchen, dann hast du es doch auch nicht getan. Also manche Leute sind einfach, ja. Und dann war der auch bei dem Laden bei uns in Eckenfällen, da hat dem natürlich gleich 12 Milligramm Nikotin verkauft. Ja. Da hab ich gesagt, Alter, fahr in meinen Laden. War dahin, ist er hingefahren. Ja. Und der wollte unbedingt Tabakgeschmack haben, sag ich, das machst du nicht lange mit. Das habe ich am Anfang ja auch gedacht, weil dann gehst du auf Tabak und dann ist das... Boah. Nein, das ist Bullshit einfach, das ist... Ja. Jetzt hat er... Himbeere, hat er gesagt, voll geil, Alter. Ich sag, wenn du da hinfährst, sag ich, wette dich mit dir. Du holst dir keinen Tabak. Ich wette dich mit dir. Das war ja genauso wie bei mir auch. Wenn du in die richtigen Läden reingehst, dann ist das alles super. Aber wir sagen erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.